Entschuldigt, wenn ich so zerzaust aussehe, aber ich bin gerade mitten in einer Runde um diesen See hier hinten. Ihr seht allerdings nur einen Teil von dem See. Da in der Mitte ist noch so eine Insel und da drüber geht es noch, also nicht über die Insel, aber hinter der Insel ist quasi noch mehr See. Aber ich finde es immer traumhaft. Hier ist es ein bisschen wie Urlaub. Ja. Okay, setz dich mal kurz hin, weil ich wollte nämlich Thema ansprechen, über das ich so die letzten 10 Minuten beim Radfahren nachgedacht habe. Und zwar, kennt ihr Rich Piana? Falls ihr Rich Piana nicht kennt, das ist ein Bodybuilder. Ist nicht mein Ding, Bodybuilding, sieht man ja. Ich habe ja ungefähr so eine Oberarme, wie die kleine Finger haben. Aber der Rich Piana hat eine Firma, die nennt sich 5%, also 5%. Und der Name kommt daher, dass er der Meinung ist, dass nur 5% der Leute, die irgendetwas erreichen wollen, das auch wirklich umsetzen und ihr Herzblut reinstecken und das wirklich machen, einfach statt Gründe zu finden, etwas nicht zu tun. Und das ist was mir immer wieder auffällt, wenn ich mit Leuten über viele Dinge rede, zum Beispiel über Sport, Radfahren, über sowas wie zum Beispiel seine Probleme lösen, wie seine psychischen Probleme anzugehen, was ja hier auf dem Kanal auch oft Thema ist, mit der Derealisation, die ich sehr oft anspreche hier. Es geht darum, dass Leute immer wieder, also mir geht es darum in dem Video, dass Leute immer wieder lieber Gründe finden, warum Dinge nicht funktionieren, warum sie Dinge nicht machen können, warum sie Dinge nicht sofort machen können, warum sie Dinge immer wieder aufschieben müssen. Ich mache das nach dem nächsten Urlaub. Ich mache das nach dem nächsten Arbeitsprojekt. Ich mache das dann und dann. Ich muss noch 2 Wochen warten, weil das und das ist. Ich habe eine Familie und kann es nicht in meinen Zeitplan eintakten. Ich habe die, also Gründe, es gibt, das sind alles Gründe. Das ist keine Lösungssuche. Und statt immer wieder Gründe zu suchen oder zu finden oder den Wald vor lauter Ausredenbäumen nicht zu sehen, ist es manchmal besser, das einfach mal kurz zu vergessen und was einfach zu machen. Mir fällt das auf, ich habe einen Arbeitskollegen, der mir schon seit 2 Jahren oder so erzählt, dass er gern Sport machen will und ein bisschen abnehmen will. Und ich frage ihn jedes Mal, warum er das nicht macht. Naja, ich muss mit meiner Frau noch dahin fahren und das machen und das habe ich noch zu erledigen und so. Und deswegen kann ich das nicht in meinen Zeitplan einbauen und sowas. Wenn jemand sowas sagt, dann will er das auch nicht. Dann will er das nicht wirklich machen. Ich habe nur, wenn er das angesprochen hat, habe ich gesagt, okay, dann steh jetzt auf von deinem Arbeitsplatz und mach hier 20 Liegestütze. Ja? Und dann guckt er mich immer nur an, verständnislos und weiß nicht warum. Aber genau das ist das Ding. Wenn man was machen will, dann kann man das gleich machen. Dann findet man eine Lösung. Wenn man etwas will, dann findet man eine Möglichkeit, das in seinen Tagesplan einzubauen. Und wenn mir Leute ganz oft sagen oder schreiben oder wie auch immer, dass sie keine Zeit haben, irgendwie ihre Derealisation anzugehen, indem sie sich einen Therapeuten suchen oder sowas, dann fehlt manchmal einfach der Wille dazu. Und niemand muss irgendwas, aber wenn ihr wirklich was schaffen wollt, dann priorisiert das nach oben und dann findet Lösungen. Vergesst die Gründe, aus denen es gerade mal nicht geht. Findet Lösungen, wie ihr es machen könnt. Es ist ganz oft eine Frage des Zeitmanagements, wenn man viel zu tun hat, wenn man eine Familie hat und solche Sachen. Aber mir kann niemand auf der Welt erzählen, dass er nicht eine halbe Stunde am Tag irgendwo Yoga machen kann, Sport machen kann, meditieren kann. Irgend sowas. Das kriegt jeder hin. Das kriegt jeder in seinen Zeitplan irgendwo reingebaut. Ich kenne Leute, die haben ein Kind und haben, mit denen muss ich ein Dreivierteljahr im Voraus einen Termin machen, wenn ich mich mit denen mal treffen möchte. Weil sie sagen, sie schaffen das wegen dem Kind nicht und dem ganzen Organisatorischen und ihrem Leben und sowas. Und dann kenne ich Leute, die haben 5 Kinder und die sagen, ach, ganz jederzeit, ist alles ganz locker, wir haben doch nichts, wir haben doch keinen Esel zu kämmen. Es ist kein Zeitproblem, es ist eine Einstellungssache. Und darauf möchte ich, glaube ich, hinaus.
wenn ihr was wirklich erreichen wollt, steht euch nicht selbst im Weg, sondern findet Lösungen, wie ihr das angehen könnt. Findet Wege. Überwindet euren eigenen Schweinehund. Dann gehört ihr zu den 5%, die das wirklich machen aus Überzeugung. Und nicht zu den 95, die sich selbst im Weg stehen. Und das ist ganz wichtig, auch bei solchen Sachen wie der Derealität. Es wird sehr windig. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Das ist mir immer sehr... Ich gibt hier so eine Windpuschel fürs Handy, die es sonst so für Mikrofone gibt. Wenn ihr was wollt, dann findet ihr einen Weg, das zu machen. Und ich glaube, wo war ich stehen geblieben? Bei solchen Sachen wie Derealisation oder so eine Sachen, überhaupt gesundheitliches Zeug anzugehen. Ihr findet, wenn ihr das schaffen wollt, eure Möglichkeit. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Knie-OP, mir hat ein Arzt gesagt, ich kann das Knie nie wieder krumm machen, nie wieder dies, nie wieder jenes, nicht mehr den Sport machen. Ich mache das alles wieder. Und die Ärzte sagen dann, ja, ach so, na okay, gut. Wie auch immer. Lasst euch nicht von anderen Wege Steine in den Weg schmeißen und schmeißt euch vor allem, das ist das Wichtigste, schmeißt euch selbst keine in den Weg. Wenn ihr was erreichen wollt, dann macht das. Wenn euch 1000 Ärzte sagen, ihr kriegt den Tinnitus nie wieder weg, ihr wollt ihn aber wegkriegen, dann kriegt ihr den weg. Wenn ihr zu den 5% gehört. Ich habe den auch weggekriegt, weil ich das wollte. So, und für die, die es interessiert, ich verlinke mal Rich Piennas Kanal unten in dem Video. Lasst euch nicht abschrecken von dem Typen, der sieht erstmal aus wie so ein hirnloser Bodybuilder. Aber wenn man ihn, also es wirkt alles sehr ein bisschen, oft sehr angeberisch und so. Aber wenn ihr, ich folge ihm jetzt glaube ich auf YouTube so 2 Jahre oder sowas. Und wenn ihr euch das ein bisschen reinguckt in die Videos, dann merkt ihr, dass er eine sehr, sehr menschliche, sehr vernünftige Einstellung hat. Und man kann sich wirklich viel, vor allem was das Thema Motivation und Ziele im Leben erreichen und Krisen überwinden und sowas angeht, kann man sich sehr viel abholen davon. Ihr könnt natürlich auch mich, könnt natürlich auch meinen Kanal gucken, einfach. Ich versuche das auch immer wieder. Ich versuche auch immer irgendwie positiv auf Leute und auf Probleme und Dinge einzuwirken und irgendwie Möglichkeiten, um Wege zu finden, statt die ganzen Sachen zu finden, weshalb es Dinge nicht funktionieren. So. Und das ist aber ein lautes Gerät, Mensch. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen wenig. Ich schwenke noch mal kurz rum. Ihr wisst, ich bin der große Schwenker. Handykamera, Rumschwenker. Weiß eigentlich jemand, was das für ein See ist hier? Kennt den jemand? War hier schon mal jemand? Kommt euch das bekannt vor? Oder kommt ihr vielleicht sogar aus der Gegend? Wenn ihr aus der Gegend kommt, sagt mal Bescheid. Vielleicht können wir mal zusammen eine Runde um den See drehen.